Meine Liebsten, Hans-Rudis Brief ist mir verabfolgt worden und ich danke für euer Lebenszeichen. Ich schrieb jeden Freitag an euch, also dreimal und heute. Ich bekam auch Putzmittel, Lumpen und Seife, sodass ich nun meine Kabine auf das gebracht habe, wie ich's gerne habe. Diese Zeilen schickt die 68-jährige Mathilde Hofer im Oktober 1942 an ihre Söhne. Sie befindet sich im Wiesbadener Polizeigefängnis. Nun werde ich sehen, ob der morgige Tag mir etwas bringt. Zu berichten ist nicht viel. Leider habe ich wieder Ischias. Besonders nachts stöhne ich die Stunden hinüber, aber sonst habe ich keinen Kleinmut. Ich glaube an das Gute im Menschen. Hoffentlich seid ihr gesund und arbeitet. Denkt nicht, ich verzage. Mathilde Hofer versucht zuversichtlich zu bleiben. In Gedanken ist sie bei ihren Söhnen, Hans-Rudi und Carlino, die telefonisch von der Festnahme ihrer Mutter erfahren. Hans-Rudi reist sofort nach Wiesbaden und versucht, die Freilassung seiner Mutter zu bewirken. Die Gestapo verwehrt ihm jedoch ein Treffen mit ihr. Er darf lediglich einen Koffer mit Sachen für sie abgeben. Durch Zufall sieht er sie durch ein Flurfenster im Gefängnishof herumgehen. Auch die Versuche ihres Rechtsanwaltes, etwas zu ihren Gunsten zu erwirken, sind vergeblich. Seid 10.000 Mal geküsst, alle beisammen, eure treue Mutter. Am Rand des Briefes notiert Mathilde: Nummeriert die Briefe, sendet warmen Unterrock, erbitte altes Papier, Tomaten. Mathilde hält brieflichen Kontakt mit ihren Söhnen. Sie nummeriert die Briefe aus Unsicherheit, ob diese ankommen. Sie wünscht sich warme Kleidung, berichtet über ihren Tagesablauf und erinnert ihre Söhne an alltägliche Dinge. Allerdings scheint es nicht so, als ob sie der mitgebrachte Koffer von Hans-Rudi jemals erreicht hat. Polizeipräsidium, Freitag, 21. Oktober 1942. Mein Lieber, hab vielen Dank für deinen lieben Brief und für all deine Mühe und Sorge. Ich bin natürlich mit allem einverstanden, was du oder ihr beschließt für mich. Ich denke schon so viel an euch und Vater, der wohl auch von hier aus Bescheid hat. Bis jetzt habe ich wohl keine Wäsche zu waschen, aber immerhin doch Wünsche kleinerer Art, die hoffentlich gelegentlich erfüllt werden könnten. Es scheint also, dass ich zu den Juden zähle. Wo mir doch mein Rechtsberater wiederholt das Gegenteil beteuerte. Mathilde Hofer stammte aus einer wohlhabenden und sehr kultivierten jüdischen Familie. Ihre aus Ungarn stammenden Eltern, Jakob und Hermine Scheinberger, besaßen eine Fabrik in Wien. Sie wurde als zweitjüngstes von 5 Kindern am 29. Mai 1874 in Wien geboren. 1903 traten Mathilde und ihr Bruder Sandor Scheinberger zum Protestantismus über. Kurz zuvor, im Sommer 1902, lernte sie den noch unbekannten Maler Karl Hofer kennen. Die beiden heirateten am 14. April 1903. Das Paar wechselte häufig den Wohnort. Ihr erster Sohn, Karl Johannes Arnold, genannt Carlino, wird 1904 in Zürich geboren. Ein weiterer Sohn, Titus Wolfgang, kommt 1905 in Rom zur Welt. Titus starb aber nach nur wenigen Monaten an einer Lungenentzündung. 1908 zieht die Familie nach Paris. Dort kommt ihr dritter Sohn Hans-Rudi 1911 zur Welt. Noch vor ihrer Heirat mit Karl Hofer begann Mathilde Scheinberger ein Studium in Wien. Sie studierte Klavier und Gesang. Nach der erfolgreichen Prüfung plante sie, als Konzertsängerin aufzutreten. 1910 beendete Mathilde Hofer schließlich ihre Gesangsausbildung mit einem sehr guten Examen an der Hochschule für Musik in Paris. In einem Brief an ihren Mann berichtete sie voller Stolz von ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung. Februar 1910. Du irrst!
Meine Prüfung war glänzend. Die Points erfahre ich zwar erst im März, aber Dandy war sehr erbaut. Und der Klavierspieler sagte immer wieder, oh la la, c'est superbe. Es war aber auch eine Freude, wie sicher ich war und die Stimme auch. Also geht's doch vorwärts mit mir, Hansel. Soweit bekannt, hatte Mathilde ihren Beruf jedoch nie ausgeübt. Sie akzeptierte immer, dass die Karriere ihres Mannes an erster Stelle stand. Durch seinen Mäzen Theodor Reinhardt wurde Karl Hofer zwischen 1910 und 1911 eine Indienreise ermöglicht. Mathilde, ohne dies von labiler Gesundheit, war zu dieser Zeit schwanger mit Hans Rudi und litt sehr unter der Trennung. Sie hatte nicht nur bei knappsten finanziellen Verhältnissen den Haushalt mit dem kleinen Carlino zu bewältigen, sie organisierte auch für ihren Mann den Nachschub an Material und Utensilien. Freitag, Paris, 30. Dezember 1910. Mein Peter, mein Liebs, mein Hansel. Deine beiden Briefe, die mich noch im Bett trafen, sind die Sehnsucht aus zwei langen Wochen. Sie sind leider immer etwas kalte Dusche auf mein langes Warten. Und ich weiß, ich mache dich wieder ungeduldig mit dieser Äußerung. Wenn du wüsstest, wie fragil und empfindlich ich äußerlich und noch mehr innerlich bin, würdest du's verstehen. Was soll ich dir auch klagen? Es ist doch nicht zu ändern. Nach den Auslandsaufenthalten in Indien zogen die Hofers 1913 nach Berlin, wo Karl Hofer ab 1921 eine Professur für freie und angewandte Malerei in Berlin-Charlottenburg hatte. Die private Situation des Ehepaars Hofer war mittlerweile desolat. Karl Hofer unterhielt eine Beziehung zu einer anderen Frau, die er später auch heiratete. Seit 1927 lebten Karl und Mathilde getrennt. 1938 reichte Mathilde schließlich auf ausdrücklichen Wunsch ihres Mannes und Anraten ihres Anwaltes die Scheidung ein. Die Ehe wird am 8. Juli 1938 rechtskräftig geschieden. Gleichwohl blieb Mathilde das gute Verhältnis ihrer Söhne zum Vater und die Würdigung seines künstlerischen Werkes zeitlebens ein Anliegen. Karl Hofer trat nach der Scheidung seine monatliche Pension an seine Frau ab. Die Scheidung hatte furchtbare Folgen für Mathilde Hofer, die sie völlig unterschätzte. Bislang hatte sie nach der Gesetzgebung der Nationalsozialisten in einer sogenannten privilegierten Mischehe gelebt. Nun war sie als gebürtige Jüdin nach der Scheidung den Repressalien der Nazi-Gesetzgebung ausgeliefert. 1938 zog Mathilde Hofer von Berlin nach Wiesbaden in die Nähe ihrer Schwägerin Emmy Scheinberger, die mit ihrer gesamten Familie im Raum Frankfurt am Main lebte. Nach dem Pogrom vom 9. November 1938 unternimmt Mathilde Versuche, ins Ausland zu fliehen. Diese Fluchtversuche scheiterten jedoch. Seit dem 17. September 1941 musste Mathilde Hofer, wie auch alle Juden, den Judenstern tragen. Auch wurden die Wohnmöglichkeiten eingeschränkt. Zunächst lebte Mathilde in der Wohnung im Dachgeschoss im Haus Kapellenstraße 80. Ab dem 1. Oktober 1941 wohnte sie in der Kapellenstraße 73 zur Untermiete. 27. Oktober 1942. Meine Liebsten, vielen Dank für den lieben, guten Brief. Ich denke viel an euch, werde es immer tun und hoffe, ihr habt weiter gute Zeiten und Arbeit. Ich habe täglich Soldatenstrümpfe repariert und Kartoffel gelesen, mit weniger Erfolg, da meine Kraft nicht so ausreicht. Nun sag ich euch Ade. Ich verreise heute. Mit Ziel weiß ich nicht. Behüte und segne euch der liebe Gott. Ich bin ruhig, habe so reizendste Zeichen der Anteilnahme erhalten und lasse dem Schicksal seinen Lauf. Grüßt Vater, euch küsst eure Mutter. Am Rand des Briefes notiert Mathilde: Alle,
alle grüße ich. Mathilde Hofer wird nach einer knapp zweimonatigen Inhaftierung im Gefängnis in Wiesbaden am 28. Oktober 1942 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. Wenig später erfolgt die Deportation nach Auschwitz. Dort wird sie am 21. November 1942 ermordet.